Ja, Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 3. So, und wir müssen jetzt hier zur Funkzentrale. Tag, Jungs. Der neue Rekrut hält sich für was Besonderes, weil heute mit dem heute redet mit der Oh, ich muss erstmal raus hier, oder was? Heiliger Bimbam. Kann ich das Wir hier hatten auch ausschalten? Glück. Beim letzten Angriff hatte ich 5 Abschüsse. Na, manchmal haben die auch Glück. So. Das ist ein untrainierter Haufen. Tja, wo ist denn jetzt diese Scheiß-Funkzentrale? Ich muss hier erstmal einen Blick auf die Karte werfen. Hallo, hallo, hallo. Wo ist die Zentrale? Ach du heiliges Kanonenrohr. Da machen wir mal eine Schnellreise. Nur so geht's, weil sonst wäre ich eine Ewigkeit und 3 Tage unterwegs. Aber das werden wir schon hinkriegen. Nein, interagieren wollen wir nicht. Wo ist denn die Tür da? Gehen wir raus. Einmal an die Luft. Ja, und ein grünes Pflänzchen nehmen wir uns auch noch gleich wieder mit. Da können wir uns wieder eine Gesundheitsspritze draus machen. So, jetzt markieren wir uns das Ganze nochmal, damit wir auch gleich eine Entfernungsangabe haben. Und ab geht die Luzi. Los, lauf. Ach, geil, hier kommst du wieder nirgends richtig runter. Ich hasse es. Ich hasse es. Laufen wir halt ein bisschen außen rum. Schwupp. Alles klar, stöpseln wir Holz Telefon aus. Was? Hallo, Sam. Um die Kommunikation zwischen den Söldnern zu stoppen, musst du die Satellitenschüssel sprengen. Du wirst durch den Bunker müssen. C4 an den Stützstreben ist die einzige Lösung. Danach wirst du Hilfe brauchen. Das Tanklager kann warten. Ich komme dich abholen. Und spar dir etwas C4 für die Metalltür, die den Bunkereingang versperrt, ja? Oh, da ist ja auch schon einer. Hoppla. Das ist bestimmt das Sperrgebiet. Es ist sicher verboten, hier zu sein, also wird mir die Uniform auch nicht helfen. Nein, die wird dir nicht helfen. Versuche erstmal so viel wie möglich zu markieren hier. Die scheinen hier auch Alarm zu haben. Ja, Leute, jetzt ist Taktik gefragt. Ich muss erstmal sehen, von welcher Seite ich hier am geschicktesten irgendwie da rankomme. Da hinten sehe ich doch schon wieder einen. Meine Fresse, die sind aber überall. Also versuchen wir uns mal hier erstmal ranzupirschen. War da hinten noch einer? Nein. Oh fuck. Ab in die Büsche. Da hinten ist der Alarm. Schalt den Alarm aus. Verdammt. Meine Fresse, sind die überall? Mann, Mann, Mann. Etwas verwirrend.
Boah, Leute. Das ist ganz schön verschissen, hier irgendwo hinzukommen. Gucken, ob das auffällt, wenn ich die nach oben wegpratze. Puh, einer weniger. Überall sind diese Spackos hier. Oh, zwei Juggernauts. Ich drehe durch. Wie soll ich denn an die jetzt rankommen? Abwarten und dann hoffen, dass ich sie beide mit dem Takedown wegkriege. Ah, halte doch die Klappe. Schon richten. Lasst ihn nicht in den Bunker rein. Risiko. Okay. Alarm ist deaktiviert. Das ist schon mal was, Leute. Jetzt würde ich gerne da oben diesen Scharfschützen noch wegknallen. Hm. Okay, bleiben wir mal ganz entspannt. So, weiter gucken. Da hinten sind noch zwei. Die möchte ich jetzt ganz gerne auch noch haben. Die übrig gebliebenen. Okay, nachladen. Er läuft auf den Bunker zu. Hier noch irgendwo welche? Rein radartechnisch sehe ich hier eigentlich keinen mehr, Leute. Was ist denn los? Ich will mich vorsichtshalber noch mal vergewissern. Dass hier nicht doch irgendwo einer noch rumgammelt. Okay. Schauen wir jetzt nochmal um. Da hinten ist da noch einer. Okay, Junge, dein Arsch gehört mir.
Junge, schön weg. Tja, ich hoffe mal, das waren alle. Arschloch. Nicht mit mir. Okay. Theoretisch darf ja hier keiner mehr drin sein. Genau, genug gespielt. Oh, Arschloch, komm her hier. Mann, Mann, Mann. Wegen. Gar nichts, Junge. Ja, Leute. Was soll ich hier tun? Soll ich das da hochjagen oder was soll ich machen? Geh ganz nach oben zur Satellitenschüssel. Eine Weste, ja. Stirb. Was? Der lebt noch? Komm, geh nochmal nach vorne. C4 holen. Oh, Geld. Ah, leck mich. Komm jetzt. Gas geben. Hä? Mann, Mann, Mann. Stell dich nicht so an. Ihr dürft auch freiwillig sterben. Die dürfen auch freiwillig sterben. Los, nimm das Geld. Mann. So macht man das, Penner.
Noch einer von euch? Mann. Drecksäcke. Okay, rauf mit dir. Das Ding ist riesig. Ich hoffe, ich habe genug Sprengstoff. Nachladen. Irgendwo hier hinter mir muss noch was sein. Das war nichts. Nur kurz schütteln. Einer muss hier noch irgendwo rumgeistern. Ja, wo bist du denn? Okay, jetzt gib mal Tüte hier. Jetzt hast du gleich keinen Empfang mehr heute. Sam, das war's. Das C4 ist gelegt. Wo bist du? Die Kavallerie kommt, mein Freund. Beschütze den Sprengstoff, bis ich da bin. Und alles wird wunderbar. Ach so. Das ist nicht ein Element. Nein. Ja, stirb! Ich mach schnell! Scheiße! Na, wo seid ihr? Eine, noch eine, noch eine, komm. Er hat Deckung gefunden. Oh, heil dich doch. Mann, Mann, Mann. Wo? Oh. Arbeit an der Sprengladung. Alter Falter, Leute. Jetzt wird's aber auch knappig hier. Na komm. Mach Boom. Los. Yippie-i-o. Also, ich kann nicht zum Flugfeld zurück mit ihr hier drin. Wird schon gut gehen. Das heißt für mich wieder abspringen, oder was? Oh, Leute. Heftig, heftig, heftig. Aber auch das hätten wir gepackt. Oder? Das wird es wieder lustig. Na dann los. 1, 2, 3, Jason. Dennis, ich habe meinen Bruder gefunden. Er lebt. Was ist mit Holt? Ich werde ihn umbringen. Er hat meinen Bruder, weil er braucht meine Hilfe. Boah, ist das geil! Rakyat-Krieger, blicke nicht zurück. Der Gedanke an deine alte Familie macht dich schwach. Er ist mein Bruder. Vergiss nicht, wir sind jetzt deine Familie. Boah, Leute, das ist so geil, diese Fliegerei. Okay, Fallschirm auf. Das ist echt der Hammer. Da kann man sagen, nur fliegen ist schöner. Ups. Ja, komm, gehen wir hier runter. Hoppla, hoppla, hopp. Und unten sind wir. Ja, werfen wir einen ganz kleinen Blick hier auf die Map.
Wo wir denn wohin müssen? Da hinten müssen wir hin. Okay, kein Problem. Da können wir uns jetzt ganz kurz noch hinswitchen und dann beende ich den Teil auch für heute. War ja wieder jede Menge drin. Viel ein bisschen was dabei. Paar Messerkills, paar Sniperkills, paar normale Kills, paar fiese Kills, paar dreckige Kills. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, euer Dirty Heavy.